Uno, due, tre, qua. Wir wollten sehr nah ans Wasser. So nah wie möglich. Und da war ein Schild, das gewarnt hat, dass es ja, vielleicht nicht... Es wurde nicht empfohlen, den Strand zu befahren. Es war nicht verboten. Es wurde aber nicht empfohlen. Es kann halt sein, dass da der Sand oder der Untergrund sehr weich ist. Wir natürlich, wie die Deutschen das so tun, haben erstmal den Untergrund gecheckt. Ausgiebig überprüft. Ausgiebig überprüft. War mit der Überzeugung. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Hart genug. Wir hatten ein schönes Frühstück. Schönes Frühstück, Meerblick, direkt am Wasser. Wir waren ganz alleine. Ja, ein Kiwi hat die ganze Zeit eigentlich uns beobachtet und gewartet, wo wir dann noch frühstücken waren. Wie sich herausgestellt hat, war das ein Ortsansässiger, der schon mehrere Leute dort hat stecken sehen. Und er hat sich gedacht, na, wenn die rausfahren, dann bleiben die bestimmt stecken. Ich bleib mal hier. Und tatsächlich, wir sind stecken geblieben. Und dann kam er an und meinte, ob er uns helfen soll. Das war echt sehr nett. Und dann kam noch ein zweites Pärchen hinzu mit einem Truck. Und die haben uns dann rausgezogen, haben wieder ein nettes Pläuschchen gehalten. Und war eigentlich im Endeffekt ganz lustig. Ist auch nichts kaputt gegangen. Von daher, ja, alles top, alles gut. Und danach sind wir dann gleich Wine-Tasting machen. Ich habe gehört, man munkelt, es gibt Spaghetti. Man munkelt? Wie ausgefallen, oder? Und aber Enhanced Tomato Sauce haben wir beschlossen, ne? Lecker, hier. Ham and Chicken Flavored. Flavored, das heißt ja... Da ist 40% ist Wurst, der Rest ist Wasser und Mehl. Ist nicht zu fettig. Soll ich mal nehmen? Ja. Mmh. Ja, schön ist es, ne? Und da hinten sieht man Nelson.